Ja, ich möchte euch heute mal wieder ein ziemlich cooles Gimmick zeigen, was ich mir zugelegt habe, um einfach noch coolere Aufnahmen machen zu können von oben. Bislang habe ich es ja halt meistens immer über die Actioncam gemacht, so wie jetzt gerade aktuell. Und ich habe mir jetzt eine Neuerung geholt, und zwar ein Overhead-Stativ. Und das ist ziemlich cool, weil dann könnt ihr einfach Aufnahmen gerade von oben machen und es hält einfach still. Und das ist ziemlich cool. Im Prinzip ist es so ähnlich wie eigentlich so ein Stativ von einem Mikrofon. Eigentlich ist es dieselbe Bauweise. So, und das ist das Teil im Prinzip schon hier, was ihr so auf und zu biegen könnt. Ihr müsst einfach nur aufpassen, dass ihr eure Finger nicht mal irgendwo einklemmt hier, weil das natürlich auch alles mit Federn und Spannung ein bisschen läuft. Dann haben wir hier unten einfach das Teil, womit ihr das Ganze am Tisch befestigt. Also im Prinzip genauso, wie ihr andere Stative auch befestigen würdet. Zack. Das einzige Nervige ist halt, dass das Ding sperrig ist, aber das ist es ja nur einmal. Dann habt ihr hier einmal dieses kleine Installationsteilchen für eure normalen Kameras, also die DSLR-Kameras zum Beispiel. So könnt ihr es einfach hier drauf drehen und das hier könnt ihr auch einfach fixieren, wie ihr es braucht. Und dadurch ist es halt auch nochmal flexibel. Ziemlich cool. Oder, das fand ich auch geil, ist hier nochmal dieser Adapter mit bei. Das heißt, wir können das hier nochmal kurz abschrauben und schrauben das hier drauf und können dann, also ihr könnt das so draufschrauben und ihr seht hier, habt ihr ja nochmal ein anderes Gewinde. Das heißt, ich könnte das im Prinzip dann auch so draufschrauben, also je nachdem, wie ihr das gerade handhaben möchtet, und kann dann einfach das Handy dazwischen machen. So, und habt dann einfach das Handy zum Filmen und kann das natürlich dann auch dementsprechend so hinpacken, wie ihr das gerade filmen möchtet. Ja, dass es quasi von oben dann so gerade filmt. Ja, das ist eine ziemlich coole Sache. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz oder blende euch das noch mal ein, wie das aussieht, wenn ihr das von oben noch mal filmt. Ja, das heißt, noch mal zusätzliches Material von oben jetzt noch mal kriegt. Dann sieht das Ganze so aus. Und ich denke mal, das ist ziemlich cool. Ich finde es mega praktisch. Ich habe es gesucht, kostet nur ein paar Euro. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.